Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Liars of Fear 2. Ja, letzte Folge mussten wir ja ein ziemlich geiles Mathematikrätsel und ein Zahnradrätsel lösen. Das haben wir ja natürlich mit Bravour geschafft. Wurden ab und zu mal wieder erschreckt von dem Monster, das uns angeblich verfolgen soll, aber hier nicht verfolgen kann. Sorry, wenn ich das immer wieder betone. Ich fühle mich halt ein bisschen immer gut, wenn ich das von mir sage, ja? Ich habe Angst, also darf ich das? Oh, hier hat jemand Polterabend, ha? Looks like the rats got to it before us. What was that? Shh. We're not alone here. Ah ja. Wer soll denn da sein? Uki Spooky Skeleton oder der Kasper, das freundliche Gespenst? Ach, ist jetzt hier wieder Verfolgungsjagd angeblich, ja? Okay. Wo kann ich lang? Hier ist eine Truhe. Ah, Filmspule 3. Das ist gut. Na, willst du uns die Hand geben? Hände schütteln? Okay. Da ist nix. Geht da. Was willst denn du von uns? Jetzt schubst mich nach oben, wenn du schon so hilfsbereit hinter mir stehst. Okay. Da geht's lang. Okay, da ist ein Zettel. Bail & Co. Dressur. Dienstleistung, Hundetraining plus Zustellung. 225 US-Dollar. Anmerkung, Käfig plus Inhalt an den Deck für Transport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert. Mit Vorsicht vorgehen. Oh, wow. Haben sie Hunde einfach gequält? Haben die nichts zum Essen gegeben? Da ist wieder was verschwunden. Das finde ich schon ein bisschen gemein. Haben wir einen Hut auf? Nee. Ich dachte schon, wir hätten einen Hut auf oder sowas in der Richtung. Wir haben mal da lang. Okay, da passiert nichts. Ja, okay, wo lang? Ach, hier. Wieder diese schwebenden Leute. Alles klar, ihr habt auch keine Hobbys, oder? Einfach mal hängen lassen. Okay, da ist ein Knopf. Da ist nix. Okay, das hat mich wieder gepackt. Jawohl, Herzinfarkt incoming. Uff, wie ich da zusammengezuckt gesagt bin. What the fuck? Ja, ja. Hi Leute, na, was geht? Na, alles senkrecht? Du bist aber der Kleinste hier, oder? Wäre jetzt witzig, wenn die mir winken würden. Oder so in etwa. Okay. Ah, die Stelle kenne ich sogar auch.
Ja, jetzt. Ja, mein Lieber. Leider spiele ich den sicheren Modus und du kannst mir gar nichts. Ich sag ja, im Livestream mache ich den normalen Modus. Look, there's something there. Ja, was? Ich sehe nichts. Alter, macht das Licht an. Okay, das ist gut. No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Irgendeine Schnapsflasche. Okay, ich kann nur da und da lang. Warum nicht, oder? Kinder haben halt eben viel Fantasie. Okay, hier kann ich weiter. Jetzt einfach mal da lang. Ey! Das! Oh, ganz schnell durch hier. Ah, hier ist wieder was zum Lesen. Seite oben abgerissen. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Reines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Kapitän Reines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Okay. Hier haben wir doch was zum Essen, oder? Vergiss es, aus mit der Musik. Böses Radio. So, schon mal, was wir hier haben. Ja, irgendwie. Ich dachte, man konnte das. Was ist so funny? Was ist so funny, Honey? Will auch lachen. Geht er wieder in Zeitlupe? Yeah, Schwerlosigkeit vor der Wind. Uhu, ein Zack. Geiler Effekt. Und jetzt? Hallo, mein Freund. Kann ich den Sarg öffnen? Ja, toll. Darf ich jetzt aufmachen? Wow, ich werde ausgelacht, weil ich versuche, einen verschlossenen, zugenagelten Sarg zu öffnen. Uhu, ist das witzig. Dann gehe ich doch gleich wieder. Kommt, das sagt, das wird auch kommt zurück. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Vom leitenden Sicherheitsbeauftragter. An alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, die Teile der Crew in Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert zu haben.
möchte Sie daran erinnern, dass dies als direkte Folge der Fehlverhaltens an Bord des Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Wohl wahr, wohl gesprochen. Oh Gott, jetzt geht's hier weiter runter. Wie weit muss ich denn noch? Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Sind wir gleich da? Sind wir jetzt da? This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Okay. Erstmal hier zu. Ja, und dann so. Ja, toll, ich kann da nicht durch. Toll, abgesperrt. Kann ich wahrscheinlich da nicht durch, oder? Doch. Wow. War echt cooler Effekt. Danke, Jungs. So. Okay. Dann darf ich da nicht lang. Okay. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus mit dem weißen Kind. Wahrscheinlich soll ich da hin, oder? Ja. Ich glaube, das mehr sagt das uns einfach nicht. Einfach nur immer Buki Buki Buki. Solch eine Gelegenheit, solch eine Verantwortung zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören, am Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Ah, ja. Kann ich die Taschenlampe mitnehmen? Ah, da liegt noch was. Ah, wieder ein Dia. Bei solchen Spielen muss man trotzdem immer die Augen aufhalten. Ja, schade, dass ich die Lampe nicht mitnehmen kann. Na gut, dann gehen wir da lang. Wieder das... Okay. Ich muss hier noch was machen, bevor... Sonst lasst mich das Spiel hier nicht raus. Verstehe. Und jetzt? Doch, dass die, soll ich das dir hier einfügen?
Ja, okay. Darf ich es jetzt verlassen? Ey, irgendwas muss ich machen, ich komme bloß gerade nicht drauf. Ja, wie kann ich denn hier ein anderes Dia reintun? Wenn ich hier ein Dia reintun soll. Und jetzt, was willst du mir sagen, du komisches Kind? Ich wünschte, ich hätte auch mal sowas wie eine Flashlight hier. Ja, toll. Okay. Soll ich näher hingehen, damit du mich erschrecken kannst? Ich verstehe es jetzt nicht so wirklich. So, sorry für den kleinen kurzen Schnitt. Ich musste mal ganz kurz für kleine YouTuber. Jetzt schauen wir mal, ob mir... Was ist das? Hi. Bist du mir rein? Oh, danke als Hilfe. Bist ja freundlich. Interesting. Also wir haben noch 3 Minuten, Freunde, ungefähr. Die Katze aus Layers of 4.1. Schaut mal. Da. Wenn ihr sehen könnt, die Umrisse. Es ist die Katze aus Layers of 4.1. Wow. Okay. Also, ich achte halt auf viele Details und das fällt halt eben auf. Okay, das ist eine Lampe. Uff, ruckel, ruckel wieder mal. Okay, das ist. Ich rede mir einfach mal ein, das ist nur Kohle. Alter. Das ist immer so ein Kraftakt. Ja, wir sind wahrscheinlich gerade bei den Heizkesseln vom Schiff. Würde ich mal vermuten. Oh, alter Junge. Ist das jetzt so eine Art Schieberätsel? Oh, Ratti! Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich das Gewicht gleich machen. Ey, wenn du das sagst. Aber das war nicht unser Ratti. Die zuckt hier noch. Das. Die hatte nur die letzten Lebenszuckungen, die Ratte. Oh, ich hoffe, dass nicht unser Ratti mit dabei ist. Alter. Trust your instinct.
Okay, klar, Van Diesel. Nehmen und... Wieso soll ich immer nach deinen Spielchen spielen, mein Freund? Und meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter an. Dankeschön fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Bitte.